mit dem Titelsong Der blaue Planet.
das ist euer Applaus. Die gibt es, das verspreche ich euch. Die gibt es. Aber ich möchte noch mal ganz kurz hier mit Bernd, gerade wo ich bei dir stehe, plaudern. Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Die Jungs, die feiern jetzt, es steht kurz vorm 40-jährigen Jubiläum. 40 Jahre. Der blaue Planet, der ist damals vergoldet worden, im Osten wie im Westen. Das ist so eine Wahnsinnskarriere. Und ich habe damals den blauen Planeten übrigens auf dem Walkman immer gehört. Wow, cool. Hattet ihr damals, du hattest glaube ich auch einen, ne? Ja, wir hatten also auch ziemlich schnell einen, aber es verbindet auch so eine traurige Erinnerung. Und zwar kam der Walkman gerade raus, als John Lennon erschossen wurde, also ermordet wurde. Und ein Techniker von uns, der war totaler Lennon-Fan und ist ständig mit den Kopfhörern rumgelaufen und hat immer nur John Lennon-Musik gehört. Ach Mensch, guck mal. Aber weißt du, eine Errungenschaft für die Musik, aber mit einem traurigen... Und verbindet dich immer mit John Lennon. Absolut, ja. Wie komme ich denn jetzt auf das lustige Thema Bandsalat? Aber das kennst Leben du, ne? Das Leben geht weiter, was soll's. Du kennst das noch, dass man dann immer mit dem Bleistift da rein oder mit dem Finger, ne? Das kennt ja auch. Und dann hat's dann weg. Ich habe Tonbandgeräte repariert, ich weiß genau, was man da Du hast die Dinge repariert. Ja, ich hab das gelernt. Mann, aber dann weißt du ja auch, dass das damals wahnsinnig genervt hat, also meine Eltern zumindest, wenn man die Kopfhörer auf dem Ohr hatte und laut vor sich hinsummte. Das hat A, keiner verstanden und B, hat's einfach nur blöd geklungen wahrscheinlich.